Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Bevor ich gleich zu dem Bild komme, bei dem ich gerade mit der Hintergrundbemalung starte, möchte ich einmal ein herzliches Dankeschön sagen an euch, die mich während der Zeit der Genesung begleitet haben, die mir aufmunternde Worte geschrieben haben und denen es wichtig war, dass ich zunächst gesund werden konnte, ohne ein weiteres Video produzieren zu müssen. Dafür sage ich euch ein herzliches Dankeschön. Dann möchte ich noch einen zweiten Dank aussprechen, denn an diesem Wochenende ist die Zahl meiner Abonnenten auf 30.000 angewachsen. 30.000 ist eine unvorstellbare Zahl und ich hatte so richtig Lust, endlich mal wieder malen zu können und ich habe mich mit Freude an eine größere Leinwand begeben, denn das, was ihr heute dort seht, ist eine 80x80 cm große Leinwand und ich habe mich zunächst von dem doch inzwischen beginnenden Herbst leiten lassen und habe drei Farben für die Hintergrundgestaltung ausgewählt. Die drei Farben, die ich für die Hintergrundgestaltung verwende, sind von Amsterdam Acrylics und die leicht orangene Farbe ist das Naftorot Mittel, gefolgt von dem dunkleren Rot, das ist das Kaminrot und das, was sich so schwarz andeutet, ist tatsächlich das Payne's Grey. Die Farben trage ich mit meinem Flachpinsel sehr großzügig auf und in großen Strichen, sodass ich hinterher eine recht lebendige Hintergrundgestaltung habe, die ich dann auch wie immer als erste Schicht mit dem Föhn gut antrockne. Ich zeige den ganzen Föhnprozess nicht, weil das sind ungefähr 10 Minuten, die die Leinwand braucht, um als Hintergrundschicht dann trocken zu sein. Nachdem die Leinwand gut getrocknet ist, kann ich endlich mit meiner ersten Rakelschicht starten. Und ich wähle dafür tatsächlich eine der Hintergrundfarben, und zwar das Naftorot Mittel. Ich arbeite heute zunächst mit meinem großen Rakelwerkzeug, weil ich auch eine große Fläche zur Verfügung habe. Und ich bitte euch, sich nicht daran zu stören, dass die Farben teilweise etwas unterschiedlich sind, da ich mit verschiedenen Kameras filme. Und jede dieser Kameras sieht Rottöne etwas anders. Ich denke, die echten Farben werden sich hinterher zeigen, wenn ich euch ganz zum Schluss das fertige Bild präsentiere. Ich habe mich entschieden, die erste Rakelschicht fast komplett mit dem Naftolrot Mittel zu gestalten und lasse immer wieder Lücken, sodass die lebendige Hintergrundschicht immer noch dunkel von unten hindurch scheint. Mein großes Rakelwerkzeug hat einen kleinen Bruder bekommen und deshalb möchte ich meinem Vater an dieser Stelle recht herzlich danken, denn er hat mir dieses kleine Werkzeug ebenfalls gebaut. Mit meiner zweiten Rakelschicht mache ich ein kleines Experiment, denn ich hole eine Komplementärfarbe
Auch wenn es sich um ein helles Rot handelt, ist es doch eher ein Orange. Und wenn ich dann die transluzente Farbe Ultramarin als zweite Schicht darüber rakel, dann passiert Folgendes. Beide Farben vermischen sich zu einem leichten graubraun-grün und das werdet ihr stellenweise auch auf der Leinwand sehen. Ich werde relativ häufig gefragt, ob ich vor dem Auftragen der nächsten Farbschicht die untere zunächst antrockne. Das mache ich meistens nicht. Wenn jedoch zwei Komplementärfarben verwendet werden sollen, dann wäre es tatsächlich eine Überlegung wert, ob man das macht oder nicht. Bei der Wahl der nächsten Farbe stand im Vordergrund, dass ich dieses Grau-Grün nicht weiter unterstützen möchte und deshalb musste meiner Ansicht nach eine helle Farbe her, aber es sollte weder ein Weiß noch eine Cremefarbe sein, wie zum Beispiel das Titan Buff Hell. Und deshalb habe ich mich für die transluzente Perlfarbe Perlgrün entschieden, denn sie ist hell und trotzdem unterstützt sie die beiden anderen Farben, die sich bereits auf der Leinwand befinden. Wenn ich jetzt die Leinwand drehe, sieht man bereits auch etwas von diesem Perleffekt, der anfängt grünlich zu schimmern. Und da ich vorhabe, noch weitere Farbschichten aufzutragen, wird sich dieser Effekt dann letzten Endes irgendwo im Hintergrund befinden, aber er wird den anderen Farben eine wunderbare leuchtende Struktur geben. Nicht immer säubere ich zwischen den einzelnen Arbeitsgängen mein Rakelwerkzeug. Es kommt so ein bisschen darauf an, was ich erreichen möchte. Und ein abstraktes Bild lebt immer von Kontrasten, hell und dunkel oder Komplementärfarben. Und hier kann man jetzt wunderbar sehen, wie das Perlgrün das Ultramarinblau unterstützt. Und ein leicht helles Blau daraus entsteht. Das mit der punktuellen Auftragung der Farbe auf dem Rakelwerkzeug ist prinzipiell jetzt nicht gewollt, sondern das liegt einfach daran, dass die Flasche fast leer ist und ich demnächst einfach eine neue kaufen muss. Mit der nun folgenden Farbe, dem Türkisblau, kommt zum ersten Mal eine Farbe ins Spiel, die tatsächlich deckend ist. Und ich habe mich hier dazu entschieden, mit dem kleineren Rakelwerkzeug eine komplette Bahn zu rakeln, weil auch hier der Kontrast zwischen dem Orangerot und dem Türkis natürlich vorhanden ist. Aber ich habe mich auch dafür entschieden, Türkis jetzt nicht flächendeckend einzusetzen, sondern ich habe danach einmal wieder auf das Ultramarin gewechselt, um dieses wieder ein bisschen in den Vordergrund zu holen, denn diese transluzente Farbe wird von deckenden Farben oftmals verdeckt.
Ursprünglich bin ich ja mit ein paar herbstlich anmutenden Farben gestartet und ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, dass das Ganze ein herbstliches Rakelbild werden könnte, aber wie es im Verlauf der abstrakten Malerei manchmal so ist, passieren dann Dinge oder ich treffe eine andere Wahl. Und dann ist von dem ursprünglichen Bild, was zunächst in meinem Kopf existierte, nicht mehr viel übrig. Das ist aber überhaupt nicht schlimm und ich habe hier zu dem dunklen Gold von Amsterdam Acrylics gegriffen, um dem ganzen Bild noch eine metallische Farbe hinzuzufügen. Und setze das Ganze mit meiner Glättkelle auf, weil ich jetzt kleinteiliger rakeln möchte und das mit meinem großen Rakelwerkzeug natürlich nicht besonders gut funktioniert. Auch das Gold hat dann die wunderbare Eigenschaft, mit den anderen Farben eine gewisse Verbindung einzugehen und so ist es jetzt an dieser Stelle mit dem Türkis hinterher auch so, dass dieses Türkis eine leicht metallische Goldspur haben wird. Ähnlich wie vorhin bei dem Ultramarin nehme ich noch einmal das Naphtholrot und trage das an verschiedenen Stellen akzentuiert auf der Leinwand auf, damit die Farbe, die ich jetzt schon in den Inseln, die übergeblieben sind, sehen kann, auch noch in einer oberen Schicht auf der Leinwand zu sehen ist. Ich unterstütze das an dieser Stelle noch einmal mit dem Perlgrün, um diesem Orangerot auch noch mal eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen und rakel dann, ohne mein Werkzeug zu säubern, auf dieser Ebene noch einmal ein paar Details auf das Rakelbild. Das ist auch tatsächlich die Originalgeschwindigkeit, in der ich diese Details gerakelt habe. Denn wenn man sich auf das Rakeln einlässt und vor allen Dingen bei einer so großen Leinwand, kommt man innerlich tatsächlich auch zur Ruhe. Nicht nur die Wahl der Farben spielt auf einer abstrakten Leinwand eine Rolle, sondern auch, wie ich die Farben auf einer Leinwand gewichte. Ich hätte das Naphtholrot auch einfach an der einen Stelle belassen können, aber ich hatte das Gefühl, dass das Naphtholrot noch mindestens ein- oder zweimal zu wiederholen ist, um das ganze Bild ein bisschen auszugleichen. Aus diesem Grund habe ich mich dann eben dazu entschieden, nochmal zu schauen, an welchen Stellen das Naphtholrot im weitesten Sinne fehlt und habe es dann vorsichtig auf diese Stellen gesetzt. Nachdem ich dann das Bild eine Weile lang betrachtet habe, ist mir im Grunde genommen aufgefallen, dass die dunkle Hintergrundfarbe in Inseln zwar noch vorhanden ist, aber dem Bild momentan eine gewisse Tiefe fehlt.
Dann habe ich überlegt, ob Schwarz eine gute Alternative sein könnte oder vielleicht das Payne's Grey von der Hintergrundbemalung und habe beide Gedanken allerdings wieder verworfen, weil mir der Kontrast zu hart erschien. Ich habe mich dann für eine Farbe entschieden, die grundsätzlich sehr dunkel ist, aber von der ich auch weiß, dass sie transluzent ist. Und zwar ist das Preußischblau Phthalo. Wenn man diese Farbe aufträgt, dann ist sie im ersten Augenblick auch tatsächlich so dunkel, aber sie mischt sich auch mit den bereits auf der Leinwand vorhandenen Farben und je nachdem, welche Farbe das ist, verstärkt sie diese oder muss sich tatsächlich dieser Farbe auch unterordnen. Auch die Wahl der nächsten Farbe, dem Türkisblau, geht wieder die Idee voraus, ein Gleichgewicht auf der Leinwand zu schaffen und auch teilweise Kontraste. Ich hatte die ganze Zeit diese eine Ecke in Türkis übrig gelassen und dieser Ecke in Türkis, momentan rechts unten im Bild zu sehen, brauchte sozusagen noch ein Gegengewicht auf dieser Schicht und deshalb habe ich nicht zu einer komplett neuen Farbe gegriffen, sondern lieber eine Farbe genommen, die ich bereits auf der Leinwand verwendet habe. Und zusammen ergibt sich dann mit dem Preußischblau auch eine wunderbare Farbnuance, die so ein bisschen ins Goldgrünliche geht. Mit dem Perlgrün werde ich jetzt noch ein paar Highlights auf diese Farbschicht setzen und ich werde dann, wenn ich mit den Perlgrün-Details fertig bin, doch tatsächlich noch zu einer neuen Farbe greifen. Inzwischen befindet sich ja nicht nur das Türkisblau, sondern auch das Preußischblau
auf der Leinwand. Und damit diese beiden auch noch mal ein bisschen Unterstützung bekommen, habe ich mich entschieden, einmal das Perlblau akzentuiert einzusetzen. Zum Abschluss des Bildes greife ich nochmal zum Preußischblau und setze noch ein paar kleine Details an Stellen, wo ich das Gefühl habe, hier fehlt noch ein bisschen dunkle Farbe, um noch ein bisschen Tiefe zu kreieren. Das Bild ist nach meinem Dafürhalten fertig. Und deshalb zeige ich euch jetzt mit einer Kamerafahrt einmal das noch nasse Bild, wie es im Einzelnen aussieht. Denn dadurch, dass die Leinwand heute sehr groß ist, mit 80 x 80 cm, musste ich die Kamera, die von oben filmt, auch etwas weiter weg positionieren, sodass man im Grunde genommen die einzelnen Details gar nicht richtig wahrnehmen konnte. Ihr könnt jetzt aber noch bis auf den Hintergrund und die erste Farbschicht gucken. An dieser Stelle guckt sogar das Ultramarin durch die ganzen Farbschichten. Und ich finde, dass es vor allen Dingen dem Naftolrot zu verdanken ist, dass das Bild eine fröhliche Leuchtfarbe bekommen hat. Bei dem getrockneten Bild ist es so, dass Acrylfarben grundsätzlich dunkler auftrocknen. Die Acrylfarben von Amsterdam Acrylics, die ich alle selber kaufe, nur nochmal als Hinweis, trocknen im Grunde genommen seidenmatt auf. Und ich liebe das tatsächlich. Es ist nicht komplett glänzend, aber es ist auch nicht stumpf. Für mich haben diese Farben, wenn sie getrocknet sind, genau die richtige Farbnuance. Schön kann man auch sehen, wie die Schlieren entstanden sind, dass es Inseln gibt und wie schön leuchtend der Kontrast zwischen dem Blau und dem Orangerot ist. Zum Abschluss möchte ich euch selbstverständlich das Bild einmal als Ganzes zeigen, wie es dann tatsächlich aussieht, wenn es aufgehängt ist und von einer geeigneten Lichtquelle angeleuchtet wird. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal für euch mit der Kamera etwas näher an das Bild heran, zeige euch die einzelnen Partien. Und man kann hier, wenn man denn davor steht und das Bild aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, tatsächlich sehen, dass das dunkle Gold dem Bild an manchen Stellen einen metallischen Schimmer verleiht, dass die Perlfarben ganz leicht bläulich und grünlich schimmern, aber vor allen Dingen, dass diese wunderbaren orangeroten Flächen und das dunkle blaue Türkis einfach nur wunderbar auf dieses Bild harmonieren. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen des doch etwas längeren Videos. Ich danke dir auch herzlich fürs Zuhören meiner inzwischen heiseren Stimme. Und ich würde mich freuen, wenn du mir für dieses Video und dieses Bild ein Like hinterlässt. Und auch über konstruktive Kommentare freue ich mich sehr. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, ich wünsche Gesundheit und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag.